Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zur neuen Season. Ultra Bock jetzt auf dem Free-to-Play-Account sowohl die neuen Challenges zu spielen, als auch eine garantierte Legendäre aus der Kriegstruhe zu bekommen. Hier haben wir auch noch ein paar Belohnungen und den Trophäenpfad. Das ist aber das größte Opening auf dem Free-to-Play-Account überhaupt. Sepp ist schon gekauft. Goldkiste habe ich auch schon. Ich lock mich so ein. Ich bin so viel am Daddeln, das ist brutal. Okay, dann. Alright. Womit fangen wir an? Mit dem Trophäenpfad? Der ist nicht so spektakulär. Fang mit Trophäenpfad an, ja. Erstmal hier die Goldkiste. Weil der Joker kommt. Erst ab 5000 Trophäen wieder los. Das heißt, du bekommst nicht so viel. Ey, guck mal, der Sepp sieht übel gut aus. Guck mal hier. Oh, der ist echt kurz davor. Aber du hast wenig Gold. Ja, das stimmt. Aber guck mal hier nochmal 250. Ja. Epische Tauschmarke. Okay, Beschleunigungskampf, da kann man noch nichts versemmeln, ne? Ja, da kannst du einfach reingehen, random. Digga, 12er Mutterhexe. Wie lange haben wir angefangen? Das neue Ding sieht ultra geil aus. Ich glaube, vor einem Monat und drei Wochen muss es ungefähr gewesen sein. Da haben wir angefangen. Ein Monat und drei Wochen. Also fast, also innerhalb von zwei Monaten eine Legendary Card auf 12, ohne einen Cent auszugeben. Ja. Und wenn es richtig gut läuft, wenn du Glück hast, dann zieht Supercell es wirklich durch und packt dann erst eine gewöhnliche, dann eine seltene, dann eine epische und dann ein legendäres Buch rein. Das wäre zu krass, so ein legendäres Buch, oder? Das wäre echt sick. Aber ich glaube, so wie es von der Reihen. Unser episches Buch ist auch schon sick. Oh, ich hab übertrieben Bock auf Clash Royale. Wie schlecht war der? Ja, vielleicht nicht ganz so optimal. Ja. Ich frage mich, es hat mich super geärgert, dass du am Ende nicht Season End spielen konntest. Nee, hat mich auch total geärgert. Was glaubst du denn? Ich wollte ultra viel streamen. Ja, safe. Sowohl. Ich hab dich einfach gestern, glaube ich, in einem Video, oder für ein Video, ja? auf der Main-Account mit dem Free-to-Play-Account überholt. So bin ich erst gezockt. Ja. Hast du die Feuerwehrgrund-Challenge mitgenommen? Ja, 8 Siege geschafft. Okay, nice. Ich hab gehört, du bist ein bisschen getiltet. Alter, so eine Scheiß-Challenge. Ich hasse die Karte so sehr. Und dann bringen die eine Challenge raus, wo 5 Viecher von denen spawnen. Was nice. Ah, Chica Zap. Alter, lässig, oder? Das war lässig, ja. Ich werde gleich safe wieder die Skeleton Army ein. Aufgegeben? Ja, also. Er hat surrendert, so. Jetzt aber euch der Dreifachen. Wird mein Deck stärker in der. Je mehr Elixier man hat, ja, ne? Ja, safe. Weil du hast einen durchgehenden Holzfäller, einen Rage, du hast durchgehenden Sparky, das ist schon krass. Ja. Also du hast halt. Dein Deck ist teuer und deswegen wird dein Deck auch besser, je mehr Elixier du hast. Sag mal, welche gewöhnlichen Karten hole ich mir jetzt mit den ganzen Jokern? Was ist da noch eine Karte, die ich anfordern und gewöhnliche Joker, ne? Ich würde Ebubs nehmen oder Royal Giant. Also ich habe zuerst Ebubs Level 13 gemacht. Und. Ebubs oder. Nee! Geh. Ja, okay, gut. Dann nimm Royal Giant oder so. Nein! Noch was anderes, sag mir noch mehr Sachen. Was gibt's denn noch? Lass mal kurz gucken. Also wenn du wirklich relevante gewöhnliche nehmen willst, dann musst du halt eine von den beiden nehmen. Nein! Doch, was willst du sonst nehmen? Kannst auch sowas wie, keine Ahnung. Es gibt keine geilen gewöhnlichen Karten, die irgendwie Sinn machen ansonsten. Rest willst vielleicht rekruten. Ritter wäre eine Option, aber Ritter in deinem Deck ist auch scheiße. Also ansonsten gibt es da halt echt nichts. Höchstens Scaly Dragons oder sowas, aber das passt halt alles nicht so richtig in der Deck. Bomber noch vielleicht. Bomber ist halt ganz gut, aber auch nur, weil der Bohrer so OP ist. Wenn der genervt wird, ist Bomber auch nicht mehr so stark. Hast du das gerade alles vernommen oder bist du gerade AFK? Ich
Ich habe es alles vernommen, aber ich überlege, also der Gegner spielt gut, aber ich überlege auch die ganze Zeit, was es noch so für gewöhnliche Karten gibt. Du kannst ja gerne gleich gucken, was dir zu sagen würde. Ja, safe. Kannst du es mal geben? Nee, du bist ein. Ah, nee, nochmal. Nein! Der kriegt seinen Sparky aber ganz schön viel Value, wenn ich das mal sagen darf, ne? Oh oh! Aber wenn du jetzt einen geilen Nado bringst. Erstmal hier hinten, bleib rein und dann Nado. Oh, erstmal warten. Auch gut. Das war auch cool. So. Nado ist zu risky, du kennst meine Nado Plays. Der hat ganz schön viel, der hat Mega-Ritter. Das ist jetzt aber der Power Nado. Ja, und jetzt sogar der Zap ready. Stark. Nice. Natürliches Timing. Spielt der noch? Nö, den haben wir. Flawless. Stimmt, Flawless. Lol. Gar nicht. Ich dachte, der gewinnt. Flawless? Kein Damage kassiert. Ich dachte echt, ich verliere. Der hat das Sparky oder eine Brücke voll gewonnen. Aber so? Chillig. Genau, alle Tauschmarken und Joker. Ja. Ist hier der Shop da? Fledermäuse auch nicht, ne? Nee. Also, ist halt die Frage, ob du in zwei Elixier-Karte, die natürlich klar relevant sein kann, aber die niemals irgendwie eine Win-Condition sein wird, so hochbringen. Oh, das sind ja echt. Ein Elixierkarten sind ja. Also, ich meine, gewöhnliche Karten sind ja echt alle. Firecrackerin auf 13. Aber ich finde auch blöd, so Karten wie Zappies, Flugmaschine, Skelly Dragons, dann ist das deine beste Karte, aber der Gegner wird dann safe auch gemaxten Feuerball haben und dann sind die immer direkt im Arsch. Ja. Du sträubst dich dagegen, aber ich sag's dir: nimm RNG oder nimm E-Buffs. Das ist nicht ohne Grund, rennen die meisten overleveled Leute mit 13er RG und E-Bubs rum. Weil das einfach die besten Karten. Nehmen wir mal mein Deck. Und ich würde dann in meinem Deck. Ja, gut, ich würde jetzt einen Mega-Million reinbringen für. Mega-Million kannst du dich entscheiden. Kannst du den hier nehmen. Kannst Eismagier nehmen. Eismagier raus. Dann habe ich dann Mega-Million, das ist in Ordnung. Und Holzfäller raus gegen Elite-Barbaren Level 13, ja? Zum Beispiel. Oder auch Sparky, wenn er nicht so levelt ist. Kannst du auch machen. Wenn du Sparky Level 10 gegen E-Buffs Level 13 vergleichst, nimmst du auf jeden Fall die E-Buffs. Dann bin ich einfach ein E-Buff-Spieler. Mega Lakai für den hier und Elite Barbaren für den Holzfäller. Den Sparky kriege ich auch schnell auf 11. Und der Sparky ist auch vom Level jetzt nicht so heftig, oder? Ja, ist nicht so relevant, stimmt schon, ja. Also wer hauptsächlich dann seinen Schuss rauskriegt, kriegt dann seinen Schuss raus. Das passt schon. Ja. Okay, den kriegen wir Max, Zap ist Max, die kriegen wir auf 12 und dann machen wir das Mega-Minion. Okay. Ist hier mit Discord gekommen, hallo? Ich bin Max Pam. Alter, Chef Strobel, moin, was geht? Du, der Chef Strobel. Du pickst mir vorhin so schlecht in Clash Royale. Stimmt das? Bin Platz 4 global gewesen, what the fuck? Ja, mit geboosteten Account. Ah, chill ich, Chef Strobel. So läuft das hier ab. Chef Strobel, was geht? Das machen Sachen. Ich habe gesehen, ihr spielt Clash Royale. Ich wollte mal, wie die Challenge ist. Ich habe bis jetzt 2 von 2 gewonnen. Wie viel Gold gibt das? 1000 nur. Ist doch auch scheiße, oder? Ja, aber es gibt später mehr. Einfach, insgesamt 16k. Chef Strobel, ich habe einfach Mutterhexe auf 12 jetzt. Perfekt. Weil ich auch einfach zock jeden Tag. Ja, Bixman ist auch wohl besüchtig, Alter. Er hat einfach schon die Elite-Bahn auf Dings. Ich habe Sepp auf 13. Ja, es ist traurig, dass man so halt süchtig ist. Das ist die Challenge, hä? Ja. Bixman ist auch süchtig nach Glücksspiel. Müsst ihr wissen. Ah, chillig. Das macht ja gar keinen Sinn, die Aussage, aber ist okay. Nee, macht auch keinen Sinn, aber. Der Strom macht generell nicht so viel Sinn. So. Hm. Oh, yeah. Oh, gleich wieder. Sepp.
Wäre geil, wenn der Eismagier überleben könnte. Eismagier tot. Oh, der war jetzt falsch gesetzt, dass er springt. Herr Strobel, für was brauchst du deine Twitter-Umfrage? Der hier im Schiff, Strobel. Ist er jetzt raus aus dem Call? Ja, der ist wieder raus. Das ist sein Style. Ah, cool, chillig. Ja, Herr Strobel scheint soziale Kompetenz. Ja, ja, auf jeden, auf jeden. Oh, E-Giant gegen E-Giant. Interessant. Aber ich habe gerade perfekt mein Single-Target-Damage ready. War sein Mega-Ritter nicht kacke? Oh lol, den hätte ich gleich senden müssen. Bad. Ja. Aber auch das sollst du eigentlich gewinnen. Selbst wenn du hier verlierst, ist völlig egal. Na, ja, geht's auch so ein Prinzip. Der hat gleich seinen Mega-Ritter ready und der wird, glaube ich, gut geburstet. Ich slow den sogar schon mit dem Predict. Guck da, jetzt sag ich slowed, ein Hit. Stirb jetzt bitte schnell. Zack. Hey, der ist tot, alles gut, du hast gewonnen, sauber. So tot. Eine Mutterhexe, falls nochmal seine Skami kommt. Oh, nee, da macht der seine da rein. Ja, es ist einfach geil. Easy. Er kann nichts. Kann einfach nichts. 1000. 5 Joker. Direkt rein. Ah, Max. Wailord kommt mit meinem Leben eingenommen. Ich weiß. Ja. Ich habe eine Doku über dich gesehen. Bist du wenigstens gut in dem Game? Nein, ist er nicht. Ja, doch. Aber mein Uprank-Game zu Immortal. Ist das so, als würdest du Uprank-Game zu Master haben in LoL. Ah, okay. Und danach kommt dann noch Radiant, also Challenger. Ja. Oh, apropos Karte. Ja. Geht die... einfach. Skami raus, Goblin Gang rein auf 13. Boom. Smart. Oh, nee, überhaupt nicht. Nee, smart. Komm, wieso nicht? Geiler. Wie sauer. Skami überhaupt nicht. Also, Goblin Gang 13 bringt halt auch wieder, ist auch nur wieder so eine schäbige Supportkarte. Skami Level 10 macht halt genauso viel Damage in den Situationen, in denen du sie einsetzt. Und. Also, Goblin Gang überlebt sogar einen Sepp. Ja, aber. Der Sepp ist ja in der Regel dann sowieso wie ein Sparky rausgebaitet. Also nee. Ich würde echt für eine relevante Karte gehen. Interessant, wie du immer den Eismagier in solchen Situationen einsetzt und hier den Holzfäller. Den hatte ich, glaube ich, wieder nicht ready. Ja, echt? Ja. 100 pro. Ich glaube, der Holzfäller kam jetzt nach dem Eismagier. Okay. Kann aber auch lost sein. Ja, das ist auch nicht so neues. Ich mir, wenn du dir so sicher bist, bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher gerade. Ja, okay. Digga, der Mega. Gutes Spiel schreibt er. Hätte ich ja gar keine Chance, ne? Das ist auch immer das Power-Deck, was ich spiele, wenn ich im Clan-Krieg bin. Und sobald das Ding ist, ist durch, ist gewonnen. Ja. Da können Leute nicht... Das ist einfach ein saustarkes Deck. Es ist so satisfying, wenn so zwei Sparkys einfach Mega-Ritter löschen. Fünf Joker. Einpacken, mitnehmen. Aber warte mal, was wollten wir jetzt noch mit den epischen Joker machen, wenn das Ding auch durch ist? Ich habe eine... Meine Common ist fertig. Und meine Epic ist fertig. Worauf zünden wir jetzt die Epic Joker? Auf Baby Ding wahrscheinlich. Zeig mir mal den Deck. Oder Skami halt. Könntest ja auch Skami machen. Skami.
Ja. Und das Goblin-Gang-Ding war shit, ja? Ja. Ich meine, die kriegt man schnell auf 13, ne? Ja, schnell ist relativ. Also, in dem Deck könntest halt auch dann den Baby-Ding statt der Skami noch spielen. Das wäre auch ganz nice. Habe ich am Buben gar nicht mehr zum Distracten. Vor allem, wenn der Eismagier rauswandert. Ja. Und hier kommt die Elite-Barbaren. Auch für teuer das Deck, ne? Das wird ja dann nochmal teurer. Ja, ja. Da würde ich wahrscheinlich sogar bei der Skami bleiben erstmal. Skami-Level 11 ist nie falsch. Und dann die Joker. Echt? Die normalen Joker? In die Elite-Barbaren? Ja, ich würde es machen an der Stelle. Also ich würde jetzt nicht sehen, was besser ist. Muss da doch gucken, auf dem Video-Player-Account geht es nicht um schön spielen, der geht zum effizient sein und das bist du halt nur, wenn du wirklich eine Karte... Ja, das ist eigentlich recht. Ja, einfach ja, so abused, wie es halt sein muss. Einfach recht, der Junge, da kannst du nichts gegen machen. Oh, Belohnungen sind da. Das ist öfter so. Hey, diese Kisten aufmachen auf YouTube ist auch so satisfying. Geil. Einfach ein Traum. Okay, weiter geht's. Jetzt kann man schon. Hier kann man schon verlieren. Ja. Drei Niederlagen, du scheidest aus. Vier Siege brauche ich. What, 10 Bucher? Du musst auch die ersten Dinger unbedingt gewinnen, weil sonst kommst du nicht mehr an die anderen ran. Boah, hier ist eine Epic. Was sind das denn für krasse Belohnungen? What? Ja. Alleine das Gold. Das oh, ich habe 50.000. Wollen wir einsetzen? Kannst du machen, ja. Boah, aber... Boah, was ist geiler? Oder Hexe 12. Mutterhexe 12 ist geiler. Der Effekt ist bei beiden Sachen gleich. Du bekommst sie beide 10% stärker. Nur beim selben. Aber Mutterhexe ist halt eine Einheit. Die Schweine sind auch 10% stärker und alles, ne? Ja, safe, genau. Kann ich hier noch irgendwie sehen, wie die Schweine sich entwickeln von den Stats? Du kannst da rechts wischen. Und dann auf das Schwein gehen. Auf das I. Das I. Fluchschwein. Fluchschwein! Ja. Fluchschwein! Wilder Name auf jeden Fall. Alter, den werde ich jetzt so embracen, den Namen. Ich werde immer wieder sagen, Alter, zieh dir das Fluchschwein am Turm an. Oh, wie geil, es hat noch ein Fluchschwein überlebt. Guck dir mal an, wie Hardstuck der Mega-Ritter am Fluchschwein feststeckt. Bitte, bitte gewöhne das nicht an. Oh Mann. Doch, jetzt ist zu spät. Das scheiß Fluchschwein. Oh, no. Ja, dann müssen wir auch die Mutterhexe nehmen. Nochmal gucken. Mehr Trefferpunkte. Mehr ja. Damage. Fluchschwein Level 12. Ja, das ist es. Alter, ist das geil. Ey, diese scheiß Clash Royale Free-to-Play Challenge, ne? Das ist einfach geil. Die ist ja, so. In ein paar Monaten haben wir ein Full Level 13 Deck. Ja, ich weiß. Ja, ja, ist so. Ist so krank. So, jetzt brauchen wir das Gold gewinnen. Wir brauchen. Ist ja, jetzt kann man. Jetzt muss ich halt gewinnen, ne? Mann, das ist eine große Pause. Perfekt. Alter, was für eine geile Arena das ist. Das sehe ich jetzt erst. Ja, die ist lit. Richtige Kackstarterhand, muss man einfach mal sagen. Ich spiele was, Doppelte. Erstmal gerecht, sondern Skami Split. Oh, ist deine Taktik besser gewesen? Zieh ich an Turm, ja? Nee, du den. Nein, nein, ja, okay, mach. Ist das so? Nein. Nicht nein? So doch. Ah, doch, okay, gerade echt auch. Allerdings, ich habe ja den ein bisschen weiter innen gespielt, der ist mir ganz gut. Okay. Das ist ein Turm, ganz entspannt. Lol, wie chillig. Ja, guter Sepp. Fluchschwein. Bitte nicht. Na klar. Oh, das sind jetzt einige Flugschweine. Kannst du mal eine Motor reinspielen? Oder soll lassen? Ja, ne? Nein.
Dann halten wir den auf. Also weg, nee, du einfach. Ja, hat oh, eh das verloren, ihm nicht egal. Guck mal auf den King Tower. Smart. Ja, das ist es. Der kann nach Hause. Ja. Geiles easy. Game. Sehr, sehr wichtig. Sehr schön. 2000 Gold. Alter, ist das... Ja, ist gut. Das ist mächtig. So ist die Challenge schon durch? Ja. Hab's geschafft. Ich habe aber echt gestruggelt. In einer hatte ich 2 Niederlagen. Boah, Mann, mach mir doch nicht so Angst. Weil da wurde... Ja gut, da wurde nur E-Giant gespielt und ich hatte nichts dagegen, aber du hast den ja selber. Und du hast Swaggy. Noch schnell genug aufladen? Nett, das ist Sepp, Sepp. Oh, er hat auch gesappt. Hat King Tower... Ist das... Ja, okay. Oh, Doppel-Prinz-Deck ist hart gegen mich mit Sepp. Ja, sollst du Sparky vielleicht nicht immer auf die Mutterhexe spielen, da kommt nicht wieder Feuerball. Nee, du, nee, du. Okay. Jetzt soll sie aber überleben. Jetzt war sie gut, ja. King Tower ist an. Ah, King Tower, nice. Das war durch die Firekickerin. So ungefähr machst du Space mit normalen Truppen, aktivierst du Easy King. Okay. Du bist mal wieder Feuerbewegung, ne? Ja, aber ich habe diesmal nicht die Mutterhexe mitgemacht. Hast du gesehen? Das war neu. Ja, das war gut. Das war neu. Haha, so. Als Magier? Ja, okay. Lass durchlaufen. Krass, 2 Hits, what the fuck? Verarscht der mich? Weiß der macht nicht. Mich total nass, nicht. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was du da machst. Was das ich? War einfach. Guck, der wird doch nur. Der hat doch 8 Spells! Was soll ich machen? Naja, der hat echt 3 Spells. Ja, aber jetzt hast du eine gute Karte, ja. Ja, erstmal gerade, du musst den Deffens kam wieder. Ja, spiel mal, okay, jetzt erkläre ich dir, wie du gewinnst. Spiel Agent hinten einfach. Der pusht dann durch, ich muss erst Sparky. Nein, nein, der pusht dich hin. Spiel Agent. 100 Pro, der macht gleich Prinz an die. Guck, der ist er schon. Das wäre mein Tod wieder gewesen. Okay, Holzfäller, 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 aktiv oder Septi Prinz, Septi Prinz, Septi Prinz, Septi Prinz. Ja, da ist. Welt, noch zurückziehen. Okay, EJ bitte jetzt. Der wirft nur Pfeile, das ist durch. Das ist, ich hasse ihn. Alles mal hier rein, schnell. Irgendwas dahinter jetzt. Pressure, schnell. Holzfäller, 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 Holzfäller. Sepp den ganzen Lachs. Sepp den Turm nimmt jetzt wieder. So geil. Knappes Ding. Okay, genau. Eismagier rein. Warten, sobald warten, 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 jetzt. Skami in die Falle gerannt. Ah, bad. Dann, dann so. Dann sterben. Er hat halt einen Royal Giant. Royal Giant Double Prince. Da bin ich halt richtig fett im Arsch, ne? E-Giant gleich knick. Nein! Oh, geil, genau. Sparky hinten oder was? Okay. Wird's heller? Wir verdienen wieder, oder? Oh, oh Dings ja. Ist raus, Feuerball ist raus. Guck dir den mal an! Was soll der Scheiß denn? Da kann ich nichts machen! Das ist ja so dumm! Oh, doch, 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 doch. Sobald der Prinz raus ist, das ist einfach Agent, ne? Du hast gewonnen, Mann. Du musst einfach nur warten, bis der Prinz raus ist. Den Prinz der Agent drückt oder kriegt. Und dann nimmst du die Firecracker rein und du gewinnst das Game. Jetzt musst du wegnehmen, 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 zu Kicker, zu Kicker. Ja. Ich werde noch nicht sagen, was du hast, gerade. Digga, das ist doch kein. So kann man doch nicht spielen. Feuerball Sepp, Firecrackerin, Pfeile? Der hat ja gar keine Truppen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Der hat den Sparky in meiner Hälfte getötet! Du musst einfach gucken, was der Gegner hat. Wenn er 3 Spells hat, Max, und noch eine Firecrackerin und nur Prinz und Dark Prinz, da kannst du ganz easy einfach den E-Giant an die Brücke reinkloppen, wenn er keinen Prinz mehr hat.
Weil er hat drei Spells, Firekicker und Darkwoods. Was zur Hölle will er gegen E-Giant machen? Sei für die scheiß E-Giant ein, lädst du den Firekicker rein, gewinnst das Game. Nein. Doch. das war viel zu krank. Ich habe sogar extra den Eismagier und die Hexe nicht mehr zum Spark. Ich habe die über meine ganzen Hälfte verteilt. Aber Sepp, ein Firecracker-Schuss und Pfeile tötet einfach alles. Scheiße. Ich habe schon so viele Games mit meinem Deck gemacht und so ein Kack ist mir noch nicht untergekommen. Das war schon richtig ekelhaft. Vor dem Prinz mit Anlauf two-shottet gefühlt einen E-Giant. Oh, Packer. Aber jetzt haben wir den Damage. Das ist gut. Das war eigentlich schön. Auch hier. Weil der Packer raus ist, Agent rein, Nade oder gewinnt. Jetzt hat Muli gespielt, aber. Okay, jetzt hast du einen Holzfäller. Reicht dich ein und nichts Kami rein. Jetzt wird's genau. Ja, gut. Jetzt kam ich auch. So ist gut. Ja, jetzt ist der Magic Archer getötet, aber. War insgesamt okay, ja. Jetzt hat er wieder sein Dings ready, ne? Was? Der Packer? Nee, jetzt Agent vor. Boom. Oh, schlechter. Hat er gar gespielt. Schlechter Baby Drink. Er will nur Mega Ritter spielen, den zieh ich weg. Ja, ja. Genau. Was? Ey! Ja, okay, du hast schnell, aber den Damage. Nur geboostet. Wow, ja, stimmt, der macht ja richtig Damage. Also bei Mega Ritter kannst du immer merken, der macht keinen Schaden. Für sein Elixier macht er viel zu wenig Schaden am Dingens. Jetzt war Packer ready, aber ist mir egal. Okay. Guck. Er hat einfach aufgegeben in dem Moment, wild. Ja, manchmal muss man auch einfach die Plays machen, die Gegner zum Aufgeben bringen. Einfach surrendered. Geil. Geil, nice. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Hey, ich war am Anfang stark gegen das Mega-Minion, was du mir vorgeschlagen hast, ne? Aber seit dem Update, dass der Eismagier auf One-Shot ist vom Feuerball, nervt das ja ziemlich, Mutterhexe und Eismagier dabei zu haben, ne? Ja, ja, ja. Da kann ich ja einmal mit einem schlechten Placement Gegner Feuerball Game verloren. Richtig. Nächster Win 2000 Gold. Also das würde dich sowieso so lange nerven, wie dein Eismagier nicht maxt ist. Ja. Also ist ja eigentlich egal, ja, aber... stimmt. Aber dadurch noch. Ja, also hier ist auch jetzt Turnierstandard gerade. Genau, hier ist Turnierstandard, ja. Das ist relevant. Okay. Bomber, Valkyrie sind schon mal Truppen, die ich sehr gerne face. Oh, der Nee, du gleich, Max, bitte. Sicher, dass der kommt? Tut mir den Gefallen, der kommt so safe. Ja, 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 ja. Oh, was? Mein Gott. Perfect as fuck. Du hast gewonnen. Er macht Emote. Oh, Huhn, jetzt, Huhn. Der kleine Elixier, holst du da rein, zack, das kommt. Nicht schlecht, einfach vorbei. Ja, ja, jetzt ist recht. Wird er doch einfach nicht besser mit dem, was er spielt. Oh, trifft sogar der Turm mit. Oh, noch ein Flugschwein. Flugschwein? Ein Nado gewonnen, das war doch Spaß, oder? Ja, nice. Hört mir auch. Wird der Magier getroffen? Ja, Ebus, denkt er sich. Ja, der wird es jetzt bestimmt richten. Geiler Magier. Ist da nicht so lange. Nado war. Junge, was machst du da? Verarsch den Magier, das ist ein Prank. Ups, er gibt nicht auf, der gibt nicht auf, der Gegner. Das sind die Schlimmsten. Weil da siehst du, der hat das Spiel wirklich nicht verstanden. Vielleicht hat es ja gerade verstanden. Ah. Nee, natürlich nicht. Ich mach's jetzt mit roher Gewalt. Ja, ich merke es jetzt, du bist ein bisschen cocky hier. Einfach ein Gerage, da siehst du das. Der geht da einfach rein und der ballert da jetzt einfach noch einen Hit. Ja. Diese Karte ist wirklich der Inbegriff von Hautruf.
Magier links, das wird die Lösung sein. Damit kriegt er mich, glaube ich. Ja, ich glaube jetzt gönnt er das Ding. Ist das jetzt ein Base Race oder ist das? Oh, er hat sogar was fürs Base Race. Naja, also. Da bin ich ja Royal Giant Kobold Fass ist schon mal ein kleiner Angriff. Also das heißt, ich setze mal eine Skeleton Army ein. Ne? Und jetzt ist es vorbei. Oh, guck mal, er hat noch krass Damage gemacht. Ja. Auch gar nicht so bad, oder? Nee, er hat am Ende noch. Also dadurch, dass du wirklich konsequent seinen Royal Giant Dings ignoriert hast. Also ich hätte vielleicht jetzt gar nicht noch defensiv gespielt vorher, aber. Aber egal, gewonnen ist gewonnen. Ah, ein Spanier, geiler Typ. Erstmal schön bei der WM ausscheiden, ja, dann direkt ins Clash Royale reingehen und übelst wegragen. Oh mein Gott. Der hat noch nicht genug Frust heute erlebt. Hey, Mann. Ah, auch Spargänger, okay. Nice. Zwei Flugschweine. Oh! Na, ja, der sogar... Sepp noch, Alter. Oh, das war ja kacke, wie unbefriedigend. Wieso schiebt sie sich so langsam? Ah, oh, nevermind, war wieder cool. Der, er hat einen E-Magier und einen Sepp, das ist doch schon wieder hässlich. Wie ist das denn? Naja. Das ist unangenehm, aber. Pekka? Der verarscht mich! Hä? Pekka? Bruder Hexe. Hä? Du musst zu Nano Cycle, du musst schnell zu Nano Cycle, bitte. Jetzt Nano, ja. Nice. Oh Mann. Alles gut, du hast gewonnen, hä? Etwas. Mann, Holzfäller doch davor! Holzfäller ist im Stau. Oh Mann, der schummelt, was macht der? Oh, ganz schlechter. Oh, war der Executioner bad. Ja, der war echt bad. Aber das Bucky wird gefokust, chillig. Backdoor. Er hat Skami, Depp, Evus und. Ne, die Skami. Also, wenn die durchgekommen wäre, wäre es frech gewesen. Null. Wollte ich überhaupt nicht, aber das war geil. Da ist er, der muss schnell sterben. Oh, yeah. Ist ja ein Eismagier Sepp bereithalten für Skami, die kommt. Der Typ hat die besten Truppen und spielt sich die größte Katastrophe zurecht. Ja, er hat wirklich das Beste. Guck mal, er Sepp links, er hat die Skami gesetzt! Er hat die Skami gesetzt! Und verliert den King Tower, weil der Sparky schießen kann. Oh Gott, wie geil. Wie geil. Es hat einfach geklappt. Oh mein Gott, alleine. Selbst wenn das jetzt nicht 10 Koboldbohrer wären, aber 10 epische Karten fürs allgemeine Kartenlevel ist der Wahnsinn. Und dann auch so eine geile Karte. Ja. Was ist jetzt? Dreifach Elixier. Müssen wir langsam mein Deck mal umstrukturieren? Wieso? In der Challenge? Nein. Ja. Zieh mit dem Deck komplett durch. Das ist okay. Extrem nice. Okay. Der erste, du bist gewöhnt. Dann. Und zweitens, das ist, also, du hast ein gut teures Deck, du brauchst nicht irgendwas anderes. Ein Feuerball ist raus, anders. Hab einfach alles rein zu bemerken. Boom. Okay, ich lock bei mir dreifach. Holz ist raus, jetzt kommt der nächste. Starmay. Oh, jetzt viel Zauber wieder, ne? So ein scheiß Zauberer-Typ. Guck mal, das ist Skelette am Turm, der scheiß funktioniert. Ami, mein Gott. Nein, ist ja kein Lauf mehr, muss links durch, rechts durch auftauchen. Nice. Wechsel genau, rechts. Das wird hier ein stabiler Split-Push. Holzfäller ist halt wieder dran. Schöner Sepp noch ein Schlag. Ja. Nichts
das auch dran. Das ist ein richtig gutes Spiel gerade von mir. Ja, Split hat nicht so bad. Kann ich ja jetzt schon mal ziehen. Ist ja irgendjemand tot, ne? Nee, hä? Schon. Holz ist raus. Das ist die komplette Dominanz. Du bist komplett auseinander. Naja, es ist alles. Es ist alles. Zu brutal. Das ist heftig. Ich glaube, ich werde auch tendenziell besser, je mehr Elixier da ist. Ja, weil du. Weil die Fehler nicht so auffallen, klar. Ja, aber der Gegner ja auch Fehler nicht so. Ja, okay. Okay, aber du hast halt ein Deck dafür, was. Also, du hast Agent Spark. Natürlich wirst du besser mit Dreifach. Ja, okay, aber ja. Insgesamt. Okay. Gib mir eine Season, wo die komplette Season Double Elixir ist. Ich finische höher. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich. Okay, ich sehe deinen Punkt, ja. Na gut. Und würdest du zum Beispiel nur 0,7 Elixier geben, würde ich noch schlechter finishen. Ja, klar. Du machst einfach Missplay oder hast verklickt, du. Verklickt! Ja, Missplay, da hast du ihn schon. Aber dreifacher, deswegen passiert nichts. Easy. Halt auch ein Sepp wieder. Aber guck mal, er kümmert sich so heftig ums Backup, dass einfach ein E-Giant mit Full Life an seinem scheiß Turm ist. Oh mein Gott, jetzt habe ich noch 8 Flugschweine. Ja, ist durch, gewonnen. Kannst du aufhören? Kannst du wenigstens Flugschwein und nicht Flugschwein sagen? Die fliegen. Ich hab Flugschwein gesagt, Fluch. Ja, ist durch. Was, wie viele Flugschweine sind das? Guck mal, wie viele Flugschweine das sind. Heilige Scheiße. Wieder Fluch gesagt. Fluch, das sagt man so, das ist nicht Flug. Flug ist was anderes als ein Fluch. Du sagst Flug. Ich sag nicht Flug. Och, Junge. Du sagst Flug. Als ein Chat, wenn Max Flug sagt. Das war jetzt ein geiles Game. Karten tauschen. Epics. Was will ich haben? Du willst haben. Die Skami. Skami. Und ich gebe. Oh, Pekka. Da werden sie sich drum streiten. Tauschen. Nein. Safe. Wir haben hier 100%ig Pekka-Spieler. Karte tauschen. Anfordern. Hexe. Auch geile Karte. Tauschen. Faceless habe ich den Bohrer. Bohrer ist eh noch boostet für die Season. Also Bohrer. Kann ich auch weggeben dann? Aber, oder ist die so stark, dass ich sie. Die wird wahrscheinlich. Also ich denke mal, sie wird genervt werden irgendwann. Ja, und deswegen kann ich mal gucken, was ich hier alles anbiete. Geil. Ich finde ganz witzig von Supercell, dass sie statt den Bohrer zu nerven, einfach nicht nur den Bohrer, sondern auch den größten HC, nämlich den Bowler, boosten. Ja, das ist geil. Das ist auch eine Möglichkeit, die Karte schlechter zu machen. Was ist denn hier cool für die Leute? Was ich hier alles anbiete. Kannst eh Giants geben, hast ja eh Buch. Stimmt, ne? Richtig, ja. Hast recht. Smarter Dude, Alter. Smart, Master Lu. Das hätte ich jetzt auch nicht auf Tausch abgebrochen. Karten tauschen, Epic. Stimmt. Anfordern. Hinzufügen. Boom. Oh, es kriegt einfach jemand E-Giants. Das ist doch ganz schnell weg, oder? Das, Oh, geht. Geht, ja. Ich hab nicht genug Karten, das wollte ich traden. Ja, das kommt noch. Egal, brauchst du jetzt eh nicht. Keiner am Start? Okay, heftig. Damn, damn, okay. Ja. Erst Magier, Holzfäller rechts und dann rein mit E-Giant. Was? Ah, hier rechts rein mit E-Giant? Der Packer rein ist, raus ist E-Giant drücken. Halt Nadel bereit, falls irgendwas dahinter spielt noch. Wo ist denn das kommt? Warte links, genau. Ah, chillige Wetterreiterin. Ja, die ist ja richtig bad, einfach rein. Genau so spielt man die, I guess. Oh, der hat einen Saft, der hat ein unfassbar mächtiges Deck gegen mich, ne? Aber dreifache ist egal. Jetzt hab ich Stock auf, oh, Scheiß. Dreifach ist echt egal. Naja,
Ich geh das mal an. Da kannst du gleich einen dicken Nado bringen. Muss jetzt man überhaupt bringen, muss man nicht. Nee, muss nicht. Muss man nicht. Boom. Ja. Auge. Ah, das war gut. Das war genau. Jetzt schon sehr viel Single-Target-Damage. Aber jetzt habe ich einen, einen guten Push auf beiden Seiten. Oh, rechts fehlt er. Ja, sehr, sehr nice. Ich kurz mal desorientiert. Links ist geheilt. So, viel Damage auf rechts jetzt. Nee, ist verkacken. Ich kann noch den davor machen. Wo hältst du genau? Nee. Kommt nochmal ran für den Schuss, wenn er sich nicht zersetzt. Ah, muss aber spielen. Nice. Oh, herrlich. Jetzt müssen wir da rechts orientiert spielen können, dann wäre die Hexe gestorben. Stimmt. Nochmal eine Hexe, falls dann das Garmi kommt. Ja, das belastet sehr schön. Bin komplett gebrochen. Ja, sehr gute Runde. Ich denke, muss es vorbei, wenn so viel Elixier ist und einer den Turm bekommt. Weil ich so von dem normalen Spiel gewohnt bin, dass man halt nur so viel Elixier hat, wenn es Kuchen-K.O. ist. Ja. Er verklickt! Oh Gott. Aua, der Turm fällt. Nicht ganz. Turm gefällt, Hilfe. Okay. Er hat bisher nicht eine Widerreiterin gesetzt, die nicht direkt von dem Sparky geschüttet wurde. Was macht er? Ich glaube, ich noch einen zweiten Turm kriege. Übel, der Missplay. Trotzdem voll gewonnen. Was hat der denn gemacht? Also das war ja wohl mal gar... Also das, was der gemacht hat, war ja mal gar kein Comeback. Das war Durchfall. Das war nichts. Alter, schön. Dominanz zeigen. Ja, ich wollte dir kurz zeigen, dass ich... Ich lasse ja meinen Turm ran, dann kriege ich ihn trotzdem nicht. Alter, eine Epic Chest. Gib her! Ja. Geil. So ein geiler Start einfach wieder. Ja. Wollte ich aber ein bisschen noch ein Nader am besten. Boah, der hat auch so ein Drecksdeck, der hat so ein richtig turbo-defensives Deck, ne? Ja, das ist ein schweinereites Cycle-Deck. Der hat noch Airbeam wahrscheinlich oder Rocket. Ich denke aber nicht, dass er Rocket hat. Genau, Skami ist hier gut. Genau, die Hawks holst du. Nein. Du musst versuchen, den Sparky, den Hawk Rider immer ohne Nado zu verteidigen, weil du musst die Firekirchen jetzt ranziehen gleich. Jetzt. Weil wenn du die nicht hochkriegst, dann ist deine ganze Offensive für den Arsch. What? Alles ist tot? Ja, ja. Das wird ja noch öfter passieren. Der hat gute Truppen gegen dich. Du kannst schlechtes Holz, oder? Nein, das wäre es gewesen, oder? Weil der. Oh, der ist so stark! Alleine die Luftpost, die viel macht gegen mich! Ja, gegen das, der kannst du. Also da musst du echt schon. Na, da hättest du jetzt. Da musst du immer abwechseln. Du spielst am besten mal den Nado, mal die Skami rein. Damit er sich halt nie sicher sein kann, okay. Das lohnt sich jetzt für mich. Zappi. Daneben gesetzt. Daneben gesetzt, zu flink. Eismagier und dann... Ja. Das könnte jetzt ganz gut werden, weil er... Ne, er setzt den Test nicht. Er spielt auch gut. Nehmen wir gar keine Hoffnung. Oder Hexe rechts, oder Hexe rechts. Ich mache jetzt Bubble einfach Sparky, vielleicht rechnet er damit nicht. Das wird er. Anziehen. Soll ich mal noch einen Holztypen davor? Mal Eismagier findest du. Du musst jetzt einfach reinquetschen. Der Holz, da steht seit 3 Stunden im Stau, Alter. Er hat wieder Luftpost. Ist ja viel zu stark, das Deck gegen mich. Schwachsinn hoch 1000. Ist so, ne? Ja. Der nimmt dich leider hart, ja. Das ist das Problem mit deinem Deck. Du stompst die meisten Leute durch, aber sobald du auf jemanden triffst, der gar keine Chance Deck hat, das gegen dich einigermaßen gut ist,
sind die Möglichkeiten, die du mit dem Deck hast, weil es ja gerade so teuer ist, extrem begrenzt. So eine Scheiße, Alter. So ein Drecksgame gerade. Boah, ist das scheiße. Frustriert das hier nicht jeden eigentlich? Oh, ist ja gut. Also eventuell kannst du irgendwie noch durchkommen, wenn du einen herben Fehler machst. Das ist zum Beispiel scheiße. Ganz einfach. Genau. Jetzt setzt man den Ejan rechts vor. Rechts vor, rechts vor, rechts vor. Nee, ich mach so und jetzt mache ich rechts die Skami. Sein Holz ist raus. Smart. Nee, jetzt bitte. Jetzt auch noch eine Valkyre! Hey du. Gut, das spawnt was. Ja, ein bisschen Pickelschaden, let's go. Nee, ich hab gar keinen Bock mehr, Alter. Ich könnte so krass ausrasten. So eine dreckige Scheiße. Wie viel Damage der alleine mit scheiß Zaubern macht. Das Schlimmste ist eigentlich der Tesla. Zap mal. Den Turm und die Mutterhexe. Das Ding, genau. Da nochmal Skelette. Dann ist rangekommen, weil er hat ein bisschen gefailt. Nice. Einfach nur. Oh, oh mein Gott. Okay, egal, das schlecht von ihm. Holz da rein, Holz da rein, Holz da rein, schnell. Nee, du? Ja. Ja. Diese Karte ist so scheiße, ich hasse sie. Verstehst du, warum ich die Crackerin hasse? Verstehst du's? Er spielt nur mit Luftpost und Holz und stellt einen Tesla. Wie viel Damage hat der Schweinereiter gemacht? Die Crackerin, ja. Passt gar keinen aus dem Anfang. Und das eine Mal, wo du den Erdbeben. Er macht nur Erdbeben? Er macht nur Erdbeben und Hölzer und stellt hinten einen Tesla mit Firecracker. Ja, das ist bitter. Das würde mir jetzt auch persönlich stinken, aber du musst durchhalten. Ist eh nur noch ein Sieg, den du brauchst. Das ist doch lächerlich scheiße, oder? Da ging ja gar nichts. Ich habe alles probiert. Ich habe manchmal zwei Mutterhexen, manchmal zwei Sparkies, manchmal zwei E-Giants, manchmal Holzfäller, Eismagier, Backdoor rechts, Holz ist raus, Geld in Army rein. Ich habe alles probiert. Das komplette Repertoire, was mit dem Deck möglich ist. Und alles war chancenlos as fuck. Okay, da hast du wieder ein Lost hier erwischt. Perfekt. Ja, hast du jetzt schon gewonnen. Das bleibt mir schon wieder Erdbeben. Holz ist raus, die können geboostet reinkommen direkt. Da sind auch schön ein paar Flugschweine hinterher. Ja, auf Flugschweine zu sagen. Flugsach von drin. Was? Oh Gott, der Sparky, chill doch. Ich bin echt noch ziemlich sauer auf das Deck von ihm gerade. Ich hatte es mir tatsächlich aber gescreenshot auf meinem Handy. Das hatte irgendjemand gespielt, da hast du den Typen geliked auf Twitter. Ich hab mir das Deck gescreenshottet. Achso, Adnan war es wahrscheinlich. Ja. Ja. Er ist ja sogar gescreenshottet. Ja, das kontert Deck, mich schon eigentlich halt echt. Sehr vom Skill her auch. Ja, aber es hat mich schon böse gekontert. Ja. Also jetzt hier gerade in der Dreifachen war das Deck ja null anspruchsvoll, was er da gespielt hat. Das stimmt. Also gegen dein Deck auch. Du hast keinen Spell gegen die Crackerin, keinen Spell gegen den Tesla und das Einzige, was er machen muss, ist sich wirklich hinten reinstellen, Tesla spammen und das war's. Ganz brutal. Das halt ich. Egal, ich hab die Epic Chest, darum geht's. Ja. Das ist heftig, das ist eine geile Belohnung, free to play. Zwei Koboldriesen. Drei Golems, schön. Vier Prinzen, auch sehr schön. Elfmal Buffel. Ey, alles coole Karten bis auf den Kobold. Das sind alles Karten, die ich spiele. Kiste. Keine schlechte Kiste. Wurde hier jetzt was getauscht? Bixpin möchte die Kanne haben. Kanonen vor allen Dingen, das Geile ist auch, wenn du so Barbell bist, danke dir, dann, oder wenn du Barbell bekommst, ist es halt super geil, weil zum Beispiel bald in 4 Tagen gibt es wieder globales, oder in 3 Tagen gibt es wieder das GT. Und da musst du wieder normales Deck spielen. Und da ist halt super nice, wenn du die ganzen Karten auf entsprechende Level hast. Können wir mal ganz kurz das Deck aus? Das ist nicht das normale Deck, ne? Wie ist nochmal das Competitive Deck mit dem? Den Koboldkäfig noch? Achso, das hat jetzt. Also E-Giant, gerade ist es E-Giant Inferno Dragon. Inferno Dragon habe ich gar nicht, oder?
Habe ich nicht. Ja, dann, okay. Dann kannst du. Also eigentlich ist es E-Giant mit. Pack schon mal die Mutter-Ex statt dem Eismagier rein. Und dann kannst du Mega-Minion eigentlich spielen statt dem Inferno Dragon. Ja. Und dann spielst du noch den. Was spielst du noch? Lass mich kurz überlegen. Den Dark Prince eigentlich statt des. Dark Prince und Bomber. Dark Prince statt? Dark Prince statt Prinz. Weil es wird jeder Bohrer spielen, die werden nicht so abfacken. Und dann spielt den Bomber noch. Bomber statt Schneeball. Weil Bomber ist gut gegen links. Bomber ist, genau. Oben. Ich kann ihn immer noch nicht sehen, da ist er. Bomber für Schneeball. Und mit Lightning und Dings? Hol eine Lightning her. So sieht das Deck gerade ungefähr aus, ja. Das ist das Deck. Und ja. Hier eigentlich Inferno Dragon. Stimmt, ich kann mir mal mein Leather Deck zusammenbauen. Ich grad mal. Okay, krass. Ey, warte mal. Die Musik ist aus. Weiter geht's. Okay. Hier auch wieder 4 Siege für eine Legendary. Okay. Queen League ist ja auch bald wieder. Ey, es ist echt immer dauerhaft Content irgendwie dabei, ne? Ja. Schon wieder 1000 nice. Gold, auch geil. Das ist echt das Deck. Das muss ich alles auf Turnierstandard kriegen. Okay. Dann lass uns in die Siebenfach reingehen. Ja. Ich bin kein Fan von der Siebenfach, weil hier sehr viele Zauber gezeigt werden. Zumindest in der Vergangenheit. Ich hab das falsche Deck. Ich bin unterlevelt as fuck. Ich bin böse unterlevelt. Oh Mann, ich könnte weinen, nee, Alter. Egal. Oh nein, das ist ein bisschen. Nein, du musst Sparky cyclen. Ah, du hast ja gar keine Scheiße. Mutter extra rein. Mein Bomber ist Level 5. Sag gut. Einfach Karten spielen. Ich bin einfach alles wahllos rein. Nee, du. Ey, du Bomber, wichtigste. Er ignoriert deinen Push. Du kannst gewinnen. Er ignoriert den Push komplett. Du redest den Gegner, let's go! Das weiß ich nicht mehr. Gott, ich könnte heulen, Alter. Aber Digga, ich spiele einmal das falsche Deck, ne? Vor allen Dingen, weißt du, was ich nicht verstehe? Was? Ich hatte 3 Bomber auf dem Feld und Nado. Und es ist nichts gestorben. Weil die Level 5 sind. Ein Bomber ist bei dir ein halber Bomber. Riesige Scheiße, Alter. Okay, also wenn ich meine Legendary Truhe nicht kriege, ne? So ekelhaft. 1 von Gerät, 1 von Gerät. Du musst schneller spammen, du liegst ein bisschen immer. Ich glaube, man kann den gar nicht spielen. Wirklich richtig, du musst dich hochfahren. Dein Puls muss steigen während des Spiels, du musst spammen. Ich glaube, man kann den E-Giant gar nicht spielen, eine Aphelixier-Karte, ohne was zu liegen. Ja, aber ich meine bei den kleineren Karten besonders. Ja. Ich finde, das ist meine Dauer-Backdoor-Skami. Ich glaube, das ist schon die 4. Backdoor-Skami. Der hat hier so ein Holz draufgeklatscht. Das hast du leid, ja. Jetzt aufgeben, nice. Wichtig. Sehr gut. Spielen der Challenge Tornado statt Lab? Doch beides, hä? Was ist das für eine Scheiße? Hey, hab ich auch gedacht. Hab schon gedacht, hä? Ah, chill, ich mir gerade Brücke, ja. Okay, Neo die ran. Ah, nice, Bronn perfekt. Übert nicht deinen E-Giant Prinzip. Ah, Lava, die ist hier. Okay. Oh, wie ich sogar die Mutterhexe für den Scheiß noch bereit habe, ne? Da haben wir noch defensiv. Nein.
Warum dominiert er so krass? Ich will echt nicht, dass du verlierst, Mann, weil die Trackerin auf der rechten linken Seite mir nicht im Kopf getroffen, dass er ein Halbjahr überlebt. Der spielt ja echt noch mit Freeze. Das ist ja gar nicht so gut gegen meinen. Also, das ist ja ziemlich gut gegen meinen Spalti, ne? Ja, ist okay. Also, du kannst halt keine Mutterhexe spammen und deswegen. Eigentlich fein. Du kannst die Cracker um Nado zappen. Die nervt nämlich ein bisschen. Oh ja, ich sehe die gar nicht. Tut sehr gut, dass du das sagst. Nado zapp incoming, bumm. Ich hab das gar nicht gecheckt, was mich da so versaut hat. Ich hab mich schon gewundert, dass ich nicht durchkomme. Ich hab die 8 Sparks auf dem Feld. Kökerin ist echt eine gute Karte in dem Ding. Also wenn der Gegner keinen Spell hat, dann ist Kökerin nicht anders hops. Also wenn du keinen Spell hast. Digga, kann mal bitte ein Sparky schießen? Will der mich komplett? Ich raste aus. Ich habe 8 Sparkys auf dem Feld. Die schießen nicht. 9. Sparky auf dem Feld. Sparky schießen nicht, ich spiele nicht mehr, ich spiele nie wirklich Clash Royale. Das ist einfach geworden, sie schießen nicht, sie schießen, ja, aber sie schießen nicht. Das tötet mich innerlich, Mann. Ich habe 9 Sparkys auf dem Feld und sie schießen nicht. Oh, macht das gar nichts mit dir? Nein. Weil du gewinnst, Hauptsache du gewinnst. Nee. Das sind, ich hatte eine fucking Sparky Army auf dem Feld und sie haben nicht geschossen. Neue Karte. Die Fluchschweine haben das Game gewonnen. Sparky Army für 36 Elixier würde ich fühlen. Das sieht gut Sparkys an. Einfach. Sauber. Legendäre Tauschmarke. Mhm. 4000 Gold und die Legendary muss halt kommen. Ach, super sympathischer Spieler. Chill dich, wer ist er denn? Oh Gott, der Spam, diese Scheiße. Ich will das gleiche wieder machen. Aha, er hat viel gesagt. Oh Gott, er wird den Kack einfach spammen, ne? Wie schlecht. Es ist zieht so einfach alles in seine Drecksbombe rein, ne? Ja. Das ist halt for real sein Spielstil, das ist es. Es ist so geil zu sehen, wie die Leute wirklich denken, dass sie damit gewinnen. Gewinnt er nicht damit? Nein. Die Giant Skates werden nie im Leben an deinem Turm verlegt. Ja, aber sie sind in der Defense so mächtig. Du hast deinen halben Turm. Du hast keinen Schaden bisher kassiert. Gut. Ist halt auch gut, dass ich die Dings dabei habe, ne? Die B-Giants. Die können wir immer gut was abfahren. Hier der 3 Sparkys. Ja, die können einfach einen Packer wegbursten, oder? Ja. Oh, die schießen nicht. Die Scheißdrecks. Guck es dir an, die Sparkys schießen. Die Scheißdinger schießen einfach. Sie haben angefangen zu schießen. Boah, ist das geil. Das hab ich letzten. Oh. Er checkt halt nicht, dass die Bombe nur noch halb so gut ist wie früher. Guck dir mal an, das sind alle Sparkys. Bam. Guck mal, die können so eine scheißgelten Army töten. Ja! Das ist das Game, was ich will! Oh mein Gott, ich war völlig belastet vom Game von eben gerade, wo ich 6 Sparkys auf dem Feld hatte und die schießen nicht. Alter, die haben einfach das Giant Skeleton gelöscht. Völlig belastet einfach. Oh, ist das geil, Alter. Ist das geil. Jetzt freue ich mich aber dafür. Oh, der letzte Gegner. Ein Level 8er. Nicht zu früh auslachen hier. Aber nicht zu früh. Sonst kriegt man das Karma, ne? Das weißt du. Ich weiß das. Auch wenn ich bezweifle, dass der Typ mit Level 7er Karten dir Karma geben wird. Oh, aber da kommt. Oh, die Rakete. Die Rocket kann mich nicht töten! Oh no! Pfeil und Rocket, Pfeil! Oh, die Pfeile jetzt auch nicht gereicht, dann hätte ich richtig ausgemusst. Was hör links? Ich hab schon wieder seine teuersten Karten genommen. Ja, einfach zusammengepackt. Ja.
ist immer nur ein. Ach, Scheiß. Sehr wichtig. Herrlich. Der kommt nicht auf den Land. Ist kein Land. Oh, ist das geil. Ist das geil einfach. Ist echt befriedigend zuzusehen. Ja, es ist einfach, es ist einfach schön. Das ist jetzt einfach eine scheiß legendäre. Oh, das war richtig, richtig toll. Ist das geil einfach. Ich konnte einfach 5 Tage nicht richtig Clash Royale spielen. Alter, Max. Und darf sowas erleben. Alter, Chef Strobel. 1 Stunde gespielt und endlich, Junge, Double Overtime gewonnen, Alter. Wer? Ja, ich bin jetzt... Digga, du warst 1,5 Stunden in Valorant drinne. Ja, ein Game. Junge, du bist so gebrochen, Alter. Nein, ich hab mein Team... Oh, Junge, die hat 10 Entries. Egal, ich hab 29 Frags gemacht für mein Team, es hat gereicht. Was sagen deine Eltern dazu, dass du Valorant spielst und keine Lust mehr auf Stream hast? Auf Stream ist du dieser Strobel. Ich stream doch. Ach so, ja gut. Gerade. Ja, ich hab gerade den grünen Teppich ausgebreitet. Ah. Digga, ich hab... Was hast du ausgebreitet? Den grünen Teppich, wenn du Siegeserie hast, jetzt 5 Siege in Folge hat gewonnen, Solo Queue. Krass. Boah, das war gerade das schwerste Game für heute. Das war gerade echt ganz anstrengend, das war ein ganz anstrengendes Game. So wie damals mit dir war, Max. Ja, das stimmt. Aber witzig, dass du das verwendest. Hatte nicht... Nee, okay, gut. Hatte nicht was? Ich bin letztens mal eine Galerie durch. Grüner Teppich ausrollen heißt eigentlich in der Deutschrap-Szene, dass man sehr viel Gras mitbringt. Also irgendwie ist das, hast du es gerade im falschen Zusammenhang verwendet. Du kannst hier nicht reinkommen und sagen, du hast übelst rasiert, du hast den grünen Teppich ausgebreitet. Mein ganzer Chat ist mit 420 Hertz voll. Vape Nation, Junge. Ey, ich muss noch meine Dings machen. Ich brauche jetzt Gold. Aber ganz dringend. Geht scheinbar überhaupt noch in den Chat ein. Ich habe gerade 8 Fragen vorgelesen aus dem Chat, hä? Abgehoben. Dreifach Elixier. Echt ein Kackdeck, ne? Das ist eigentlich mein Defense-Deck. Was für ein Deck spielt man in dieser Elixier-Challenge? Sparky. Möglichst teure Sachen. Also, am Anfang noch ein humanes Deck, aber auch schon etwas teurer, kein Zeiger-Deck. Und dann kannst du in der 3-fachen und 7-fachen schon recht teures Deck. Okay. Hast du auch geschafft, Bigspin schon? Ja. Ist nicht morgen auch Global Tournament? Das 3 Tage. Ja. Ich muss das auch noch machen, das was ihr gemacht habt. Ich muss halt 15 Siege schaffen, da mit dem, dass man Gems ausgibt dafür. Ja. Das wäre wichtig. Ihr müsst doch die Season. Hast du noch nicht gemacht? Wir haben ja nicht gemacht. Lol, wir müssen die Season für die Play pushen. Da ist echt einiges im Dings drin. Ja, ja, ich weiß. Bei 5750 gibt es 50 Gems. Das ist halt echt huge. Ist es. Ich glaube, ich. Ich finde geil, wie du einfach von deinem Mikrofon weggehst, während du redest. Ja, ja, es ist so schwach, Chef Strobel. Ja, ich hätte nach meiner Elgato gesucht, deswegen. Alles gut. Spielt doch nicht so lang. Ich finde es geil, wie mein Deck immer wieder klappt. Ja, dann geht das aber auch mal wieder selten. Ja, ich weiß. Das ist nicht ausgeschlossen. Der spielt echt kacke. Junge. Der spielt richtig angenehm scheiße. Der war scheiße. Komplett.
450. Wichtig. Nächster. Cap der 3 Wins. Braucht man Spell, Big Spin? Aber wäre schon nicht schlecht. Also. E-Wizard? Kann ja doch mal, welche Gegner du fällst. Also, ich würde sagen. Der Strobel stellt nubigere Fragen als ich. Echt? Ja, Alter, der Strobel. Holy Fragen, shit, der Strobel, raff dich. Ich hab Clash Royale gespielt hätte. Ich hab Clash Royale lange nicht mehr gespielt. Hast du mittlerweile einen Code? Hab ich was für einen Code? Wenn du einen Code hast, Creator Code. Ah, ich bin Tier 2. Ja, Mann. Ich muss da mich jetzt mal drum kümmern, irgendwann, wenn ich Zeit hab. Du ziehst jetzt echt also den Master noch nebenbei durch. Ja. Yep. Ich habe meine erste Prüfung mit einer 2 bestanden. Sehr gut. Und Sonntag muss ich noch eine Hausarbeit abgeben. Deswegen muss ich auch diese Umfrage machen. Ah, okay. Und am Wochenende hatte ich, Junge, das war das Ekligste, ich musste nach Frankfurt fahren morgens um 7 zweimal. Weil wir hatten Englisch-Business-Dings. Business-Englisch. Aber jetzt habe ich dann jetzt mein Zertifikat für Hey, Digga, killt der mit seinem scheiß Feuerball meine Musketiere wieder? C1. Ja. C1 ist fast Muttersprache, oder nicht? Nein, C2 ist Muttersprache. Ja, fast. Ja, du musst halt, Dings, Business-Englisch, ne? Okay, ey, siehst du, was der mit mir macht, Big Spin? Ja, der boost mich. Der geht aber ja gar nichts, nicht, ne? Sondern an Kartenlevel. Ja, du wirst das Ding verlieren. Da will ich dir jetzt auch gar keine Hoffnung machen, dass du das nur gewinnst. Die Karten sind gefühlt alle Level 5 in den Deck. Ja, ich das ist mein Kackdeck. Du kannst alle 8 Karten in eine Reihe setzen und die Barbaren würden einfach ausreichen, um die zu zerstören. Aber das ist doch blöd. Das ist richtig. Du sollst vielleicht mal langsam deine Clan-Decks updaten. Ja. Wegen meiner LOL-Vergangenheit. Jedes englische und französische Schimpfwort, ja, wichtig. So. Ich freue mich auf Pokémon Unite, wenn das rauskommt. Oh ja, ich auch. Kommt das im August? Oh, Big Spin auf einmal ganz ruhig geworden. Vielleicht ist das doch noch das Comeback. Nein. Juni, oh Mann, die stirbt immer. Juni war das. Juli. Kompletter Überfokus. Fokusalarm für Strubel. Kannst du auch mit den Kanone zu setzen, einfach random, die ist Level 5. Ich muss den Schweinereiter hier verlagern. Der sitzt schon mal gut. Oh, da ist ein Feuerwehr von ihm. Der Typ ist nochmal um 50% schlechter geworden gerade. Nein, geh weg, stirb! Sauber. Das ist der größte Krampf, den ich seit langem gesehen habe. Nein, jetzt der Widerreiterin dagegen ein! Die Widerreiterin kann. Mann! Mann! Ja, Mann! Woher? Woher gerade? Woher soll ich? Ich hab doch nie Widerreiterin richtig gespielt. Das ist mein bekacktestes Scheißdeck. Ich hab einfach alle Dreckskarten in ein Deck getan, damit ich irgendwie Deck zusammenkriege. Ich kotz. Boah, war der so überlevelt, Mann. Barbaren 10 gegen Kanone 5. Ich hab so vermisst, dass Max rumwind. Alter, das war sogar noch knapp. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es noch so knapp wird. Ja, das so, Alter, hat dein Hawk Freeze-Scheiß überlevelt as fuck. Feuerball tötet jedes Mal meine Musketierin. Der hätte schon vor 100 Stunden gewinnen müssen. Das stimmt. Boah, ist der peinlich. Einfach peinlich. Ja, er ist peinlich. Okay, jetzt kommt ein besseres Deck. 1:22, what the fuck? Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich hab noch ganz viel Programm heute. Was? Naja, Max muss doch bis Dings machen. Bis um 1:30. Was ist da gar nicht, 1:30? 13:30 geht die neue Season von Fortnite los. Alles Quatsch. Nachmittags.
Nein. Verarsche ich einfach noch. Der labert nur Scheiße. Von vorne bis hinten. Da hab ich schon jetzt geglaubt, hättest du nichts gesagt. Ja, ich bin schon Bot. Warte mal ganz kurz. Ich spiele einen, der heißt einfach Chef. Ich muss ihn ausladen. Ja. Okay. Das ist nicht so random. Nein. Der ist ein Pandas-Team und das ist Chef. Mal den Sepp an, zack, und jetzt greift er dahinter an. Das ist schon echt ein seltener Name. Das war damals auch recht ausgefallen von dir. Ja, ich peinlich. Danke. Danke einfach. Ich hätte auch meinen Game-Attack damals nehmen können, der Shorty. So, da schaue ich wieder mit ultimativen Fokus-Game. Oder Fokus-Rekord. Ich hole mir seinen Turm nicht, Mann. Aber ich spiele einen Feuerball Bait-Deck und er hat keinen. Er hat manchmal einen Feuerball, das würde mir natürlich stinken, wenn ich er wäre. Ja, der kann ja wirklich gar nichts machen, oder? Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, was meine Runde beschließt. Er kommt halt nie durch. Hä? Er kommt halt nie durch, sag ich. Nee. Ja, wieder weg. Oh, ist das fies. Ich bin halt durch, ne? Tschüss. Deck ist zu mächtig in der Defense. Gegen ihn ist es halt echt bastig. Ja, du kannst übrigens in dieser Season erstmal die 7k erreichen auf der Main Account. Echt? Ja. Also ich bin jetzt einen Tag in der Season nicht mehr schon auf 7k. Das ist ein Reset auf 6600 Trophäen. Ja. Sollte es easy möglich sein, deinen Rekord komplett zu kompetieren. Du kannst theoretisch jetzt schon anfangen zu spielen, kannst du noch einen Rekord aufstellen auf der Main Account. Das werden wir langfristig machen. Das ist ein ganz toller Win. Ja. 450 Gold. Das ist ja so mächtig, das Gold, ne? Jetzt mein bestes Deck. Aber wenn du wirklich fürs Gold gehst, solltest du Duel spielen. Weil Duel was spielen? Duel-Modus. Also so? Dieses Best of 3. Da bekommst du für einen Duell-Sieg 1600 und du bekommst für zwei normale Siege 900. Und selbst wenn aber dreifache bockt schon sehr. Ja, klar, aber ich wollte nur sagen, wenn du ne für den. Ja, okay, du hast auf jeden Fall recht. Ah, er gibt ein Free Win, chillig. Ah, jo, echt. Der scheint irgendwie free zu sein. Jetzt hast du sogar noch den Main Deck. Jetzt kriege ich auf dem Main Deck ein Free Win, Alter. Das ist natürlich. Bedient. Alter, Mutterhexe 12, das wird total die geile Season. Ich bin der Regel nicht das Kreis. Genau. Nochmal 450 eingesackt. Okay, gut. Das war auf jeden Fall sick heute. Mutterhexe 12. Sepp kann auf 13 gehen. Neue Legendary. Die neue Season wird den Elektro-Riesen. Wird sie auf jeden Fall 13 bringen, dann ist ja eh Ende. Ja. Oh, ist das alles geil. Okay, gut. Was macht ihr jetzt noch? Ich spiele dann noch die Challenge, sonst vergesse ich die nämlich. Was? Ich die ist noch 6 Tage da. Also, ich streame auch schon seit 6 Stunden. Ich mache mich jetzt auch auf. Okay. Dann. Ich gehe jetzt noch in Clash of Clans rein. Alright. Und dann zocken wir morgen wieder, ne? Ja, machen wir. Okay. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Ciao, Sven und Max. Ja, ich bin auch weg. Hau rein, auf viel Spaß, ne? Oh, danke. Tschüss.